Wenn ihr euch Top-10-Listen für Star Trek-Spiele anschaut, gibt es eine Konstante, auf die Verlass ist. Star Trek Voyager Elite Force ist praktisch immer vertreten, wenn nicht sogar auf Platz 1. Auch Metacritic bestätigt es als das bestbewertete Star Trek-Spiel, wobei manche der Scores auf mich ein wenig fragwürdig wirken, sowohl im Vergleich zu meiner eigenen Einschätzung als auch zur ursprünglichen Reaktion von Kritikern und Fans. Und wenn man dann noch so Magazine wie Screen Rant hinzuzieht, die Spiele nicht mal den korrekten Screenshots zuordnen können, wird auch deren Aussagekraft fraglich. Ich habe Elite Force in meinem Video zu The Fallen immer wieder als Vergleich herangezogen, also ist ein detaillierter Blick auf dieses Spiel der nächste logische Schritt. Elite Force erschien im Jahr 2000, zwei Monate vor The Fallen, im Vorfeld der Premiere der letzten Staffel von Voyager. Activision hatte zu der Zeit die Star Trek-Lizenz erworben und mehrere Spiele im Franchise angekündigt. Der Auftrag für die Entwicklung dieses Spiels fiel am Ende an Raven Software. Elite Force selbst erzählt eine eigene Geschichte, die irgendwo spät in Staffel 6 der Serie einzuordnen wäre. Anders als in den meisten Star Trek-Titeln geht es aber weniger um die bekannten Seriencharaktere, mitunter wohl deshalb, weil es von oben verständlicherweise die Anweisung gab, dass keiner dieser Charaktere sterben darf. Deshalb geht es in Elite Force um das Hazard Team, eine von Tuvok ins Leben gerufene Spezialeinheit, die zum Schutz der Voyager auf ihrer langen Reise beitragen und Aufträge übernehmen soll, die für gewöhnliche Außenteams zu gefährlich wären. Man könnte sagen, Lower Decks 20 Jahre vor Lower Decks. Angesichts der Situation der Voyager ist das Hazard Team tatsächlich mal eine sinnvolle Idee. Fragt sich, wieso Tuvok erst nach 6 Jahren darauf kommt. Aber genauso kann man sich fragen, wieso das Hazard Team einen extra konzipierten Schutzanzug bekommt, während gewöhnliche Sicherheitsoffiziere nichts dergleichen bekommen. Man würde meinen, in einer Welt voller Partikelwaffen wären persönliche Schilde unter Militärpersonal üblich. Das Hazard-Team besteht aus insgesamt 14 Leuten, darunter zwei Voyager-Nebencharakteren, die zumindest mal einen Namen bekommen haben. Chell und Jerod, wobei letztere in der Serie nur von hinten gesehen und in späteren Folgen angedeutet wurde, dass sie gestorben ist, was Elite Force und insbesondere seinen Nachfolger ignorieren. In großen Teilen des übrigen Teams und einiger anderer Nebencharaktere haben sich die Entwickler glatt selbst verewigt, zumindest namentlich. Ob die Charaktermodelle auch den Entwicklern nachempfunden sind, konnte ich leider nicht herausfinden. Auch wenn wir während der Handlung nicht mega viel über diese Leute erfahren, gibt es zu allen eine kurze Biografie, die wir lesen können. Was schon mal mehr Mühe ist, als die Serie je in ihre Nebencharaktere investiert hat. Hieraus geht auch hervor, dass etwa die Hälfte des Teams Ex-Maquis sind, was in einigen Fällen auch aus ihren Persönlichkeiten und Herangehensweisen spürbar ist. Der wichtigste OC ist aber natürlich unser Protagonist, Ensign Alex Monroe, der als stellvertretender Leiter des Hazard-Teams agiert. Das Geschlecht dürfen wir uns vor Spielbeginn aussuchen, spielt aber keine riesige Rolle. Da die Fortsetzung den weiblichen Gegenpart leider fallen ließ, gehe ich aber jetzt vom männlichen Part aus. Monroe wird als fähiger Offizier beschrieben, der aber gelegentlich disziplinarische Probleme hat und dazu neigt, vorschnell zu handeln. Grundsätzlich kein schlechter Ausgangspunkt für eine Charakterentwicklung im Laufe des Spiels. Elite Force wirft uns nach einem kurzen Infodump durch Captain Janeway direkt in einen Borg-Kubus, den das Hazard-Team infiltriert hat, um eine von Seven of Nine entwickelte Anti-Borg-Waffe zu testen. Den Unendlichkeitsmodulator, kurz I-Mod. Zu dem Ding später mehr. Wir übernehmen Monroe, während er durch den Kubus irrt und versucht, das restliche Team wiederzufinden, nachdem sie von den Borg getrennt wurden. Die Borg verhalten sich, wie wir es aus der Serie kennen. Sie offen bekämpfen zu wollen, ist sinnlos, da sie sich an unsere Waffen anpassen, aber zum Glück können wir jeden direkten Kampf vermeiden, bis wir den I-Mod wieder haben, und ab da ist das Kollektiv unsere Bitch. Die Probleme kommen von anderen Orten. Als wir unser Team in einer Assimilationskammer vorfinden, stellen wir fest, dass die Kontrollkonsole für das Kraftfeld, hinter dem das Team festsitzt, mit Windows Vista läuft und nicht kooperiert. Monroe entscheidet sich also, einfach auf die Konsole zu schießen. Wir sind ja schließlich nicht auf einem Föderationsschiff, wo die Konsolen aus solidem Explodium bestehen und mit Steinen gefüllt sind. Nur, dass wir die ganze Zeit auf einem Föderationsschiff waren. Die ganze Sache war eine Trainingssimulation für das frisch gebildete Hazard-Team und wir haben es richtig vergeigt. Monroe ist etwas beleidigt, da er nicht glaubt, dass die üblichen Verfahrensweisen in dieser Situation geholfen hätten, während Tuvok darauf besteht, dass die Simulation erfolgreich hätte beendet werden können. Und dass Monroe auch hätte hinnehmen müssen, wenn dem nicht so gewesen wäre. Das Gespräch wird aber durch einen roten Alarm beendet, als die Voyager angegriffen wird. Hier muss ich das erste Mal auf den Elite Force Comic Bezug nehmen, der auf dem Plot des Spiels basiert, aber einige Monate vorher erschien. Der Anfang hier ist ähnlich, aber in mehrerer Hinsicht effektiver. Auch hier versagt Monroe in der Simulation, aber diesmal, weil er sich als unfähig erweist, auf assimilierte Teammitglieder zu schießen. Generell hat das Team mit Problemen zu kämpfen, Monroe ist also nicht der Einzige, der sich Kritik anhören muss. Das Spiel versäumt hier einige Dinge, die seinem Plot später spürbar schaden. Die Voyager ist während der Simulation einem falschen Notruf aufgesessen und wird nun von einer fremden Sonde beschossen. Dank der üblichen Sternflottenkampftaktiken wird die Voyager schwer beschädigt, bevor Janeway endlich Torpedos einsetzen lässt und die Sonde zerstört. Die Schockwelle transportiert die Voyager jedoch an einen völlig unbekannten Ort, an dem viele andere Schiffe durchs All treiben. Hier zeichnen sich bereits erste Parallelen zur Voyager-Episode The Void ab, die aber unbeabsichtigt gewesen sein dürften, da diese Folge erst nach Release des Spiels ausgestrahlt wurde. Wir bekommen zunächst die Aufgabe, zum Maschinenraum zu gelangen, um dort bei der Verhinderung eines Warp-Kernbruchs zu helfen. Das wird aber durch die anderen Schäden, die das Schiff erlitten hat, erschwert.
In einem Moment müssen wir sogar verhindern, dass eine Explosion alle Besatzungsmitglieder auf einem kompletten Deck grillt, indem wir ein Kraftfeld aktivieren. Idealerweise nachdem der Techniker, der uns aus der Richtung der Explosion entgegenhumpelt, aus der Gefahrenzone ist, aber tatsächlich interessiert niemanden außer besagten Techniker, wenn wir das Kraftfeld vorher aktivieren und ihn damit zum Tode verurteilen. Dieses Level kommt in seiner ersten Hälfte komplett ohne Gegner aus und verlässt sich mehr auf Umgebungsgefahren. Ich nutze daher die Gelegenheit, um über die allgemeine Atmosphäre zu sprechen. Elite Force macht hier jede Menge richtig. Umgebungsgestaltung und Soundkulisse sind seriengetreu, sowohl auf der Voyager als auch an anderen Orten, die an die Serien angelehnt sind. Auch bei den völlig neuen Orten wurde gute Arbeit geleistet, wobei ich trotzdem finde, dass The Fallen hier etwas stärker war. Es hilft natürlich, dass alle Schauspieler und Synchronsprecher aus der Serie dabei waren, sogar für Nebencharaktere wie Chell. Lediglich Jeri Ryan fehlte im ursprünglichen Release und übernahm ihre Rolle als Seven of Nine erst rückwirkend mit dem Add-on und dem 1.2-Patch. Die deutsche Sprachversion weist aber einige Schwächen auf. Zum einen durch Dialogstücke, bei denen der Regie wohl der genaue Zusammenhang nicht bewusst war, zum anderen durch Übersetzungsfehler, die entweder einfach nicht richtig klingen oder sogar den kompletten Tonfall eines Satzes verdrehen. Es ist jetzt keine schreckliche Synchro, aber ich für meinen Teil bin froh, dass Text und Ton in-game und noch dazu getrennt voneinander problemlos geändert werden können. Selbst die GOG-Version hat Zugang zur deutschen Fassung, was leider selbst bei Titeln aus Deutschland keine Selbstverständlichkeit ist. Allerdings tut die deutsche Synchro der weiblichen Monroe keine Gefallen, wenn sie springen muss. Nachdem wir im Alleingang den Warp-Kernbruch verhindert haben, während Belana und ihr Team scheinbar nur Däumchen gedreht haben, werden wir zur Prachtrampe gerufen. Es wurden Eindringlinge entdeckt, die versuchen, an die Vorräte der Voyager zu gelangen. Die Angreifer stellen sich schnell als eine gemischte Gruppe aus Menschen, Klingonen, Malonen und Hirogen heraus, aber wir erfahren zunächst noch nicht mehr über sie. Wir halten ja auch unsere erste außerirdische Waffe, das Scavenger-Gewehr. Hier sollte ich wohl ein paar Worte über die Waffen und das Kampfsystem verlieren, damit wir für die weiteren Level und die dort gefundenen Waffen eine Grundlage haben. Elite Force ist im Grunde genommen, was rauskommt, wenn man Star Trek mit der Attack 3 Engine, auch bekannt als die Quake 3 Engine, in einen Raum sperrt und dem daraus entstehenden Kind beibringt, dass Gewalt die Lösung aller Probleme ist. Spielphysik und Movement stammen, soweit ich das als jemand, der Quake 3 nie selbst gespielt hat, beurteilen kann, praktisch 1:1 aus Quake. Auch die Waffen sind weitgehend, wenn auch nicht ausschließlich, Entsprechungen der Archetypen aus Quake und die Power-Ups im Multiplayer wurden nur neu geskinnt, um ins Star Trek-Universum zu passen. Anders als in Quake haben aber alle Waffen zwei Feuermodi, ähnlich wie auch in The Fallen, aber leider nicht so kreativ. Das Phaser-Gewehr hat einen sehr mächtigen, aber dafür auch sehr teuren Einzelschuss, der fast alles sofort töten kann, während das Scavenger-Gewehr einen eingebauten Granatwerfer als Sekundärfeuer hat. Das ist soweit auch gut, aber leider nicht die Regel. Der sekundäre Abzug des Phasers ist zum Beispiel nur ein stärkerer Angriff, der mehr Munition kostet, womit er den primären Angriff völlig überflüssig macht. Der hat nämlich das gleiche Problem wie sein Gegenstück in The Fallen. Ihr müsst mehrere Sekunden lang auf einen Gegner schießen. Dafür ist der Elite Force Phaser nicht bereits nach ein bis zwei Gegnern leer und er lädt sich auch innerhalb eines menschlichen Lebens wieder auf. In anderen Fällen ist der angedachte Use Case des Alternativangriffs nicht zu erkennen. Und bei einigen Waffen glaube ich auch, dass der Multiplayer die Gestaltungsfreiheit für den Singleplayer eingeschränkt hat. Die weiteren Waffen gehen aber durch, wenn wir sie bekommen. Eine spielerische Trennung zwischen Singleplayer und Multiplayer gibt es aber. Im Multiplayer hat jede Waffe seine eigene Munition. Im Singleplayer dagegen teilen sich alle Sternflottenwaffen abgesehen vom Phaser einen universalen Munitionstyp, ebenso wie alle Alien-Waffen. Es gibt also im Grunde nur zwei Munitionstypen, um die wir uns kümmern müssen. Das vermeidet einige der Probleme mit der Waffenvielfalt, wie ich sie bei The Fallen beschrieben habe. Nachdem der Angriff abgewehrt wurde, wird es Zeit, näher über die Umgebung zu erfahren. Vor der Mission bekommen wir auch die Gelegenheit, uns auf dem Holodeck nochmal mit unseren Waffen vertraut zu machen, was gerade für das Scavenger-Gewehr sinnvoll sein kann, wenn wir es nicht direkt ausprobiert haben. Hier kommt eine Wild-West-Simulation zum Einsatz. Man kann natürlich fragen, wieso die schwer beschädigte Voyager Energie für das Holodeck hat, aber die Voyager hat ja auch in der Serie extra fürs Holodeck eine Energiequelle, die mit dem restlichen Schiff inkompatibel ist. Und spielerisch ist es zugegebenermaßen schon sinnvoll, dass der Spieler diese Gelegenheit bekommt, wenn er neue Waffen erhalten hat. Danach beamen sich zwei Dreiergruppen auf ein verlassenes Schiff in der Nähe. Eine angeführt von Lieutenant Foster, die andere von uns. Direkt wird klar, dass dieses Schiff lebende Komponenten hat. Und dass es nicht verlassen ist. Nach kurzer Zeit werden wir von mottenähnlichen Wesen angegriffen, die uns im Nahkampf oder auf Entfernung versuchen, Elektroschocks zu verpassen. Hier bestehen große Ähnlichkeiten zu den Wesen aus dem Zweiteiler Equinox. Das scheint absichtlich, aber gleichzeitig sollen es wohl nicht die gleichen Wesen sein. Da wir das Schiff jetzt nicht mehr verlassen können, müssen jetzt beide Teams zusammenarbeiten, um die Verteidigungssysteme auszuschalten und zu entkommen. Von allen Leveln nutzt dieses vermutlich am effektivsten zerstörbare Objekte. In vielen Räumen gibt es Schwärme von Glühwürmchen, die zerstörte Objekte wiederherstellen. Aufmerksame Spieler werden schnell feststellen, dass die Bewohner des Schiffs sich primär über Teleporter bewegen, die ebenfalls zerstörbar sind. Wir können also Gegner-Spawns mit etwas Geschick unterbinden oder zumindest in Räumen mit Glühwürmchen etwas staffeln, sodass wir nicht überwältigt werden. Hier wird aber auch erkennbar, dass dieses Spiel nicht allzu viel Wert darauf legt, den Spieler außerhalb der Kämpfe zu fordern. So kommen wir zum Beispiel an einem Punkt in einen Raum mit einem zerstörten Teleporter, den wir brauchen, um den nächsten Raum zu erreichen.
Wer ein wenig aufgepasst hat, wird sofort wissen, was zu tun ist. Und falls nicht, gibt Chad uns nach kurzer Zeit den Hinweis, dass die Glühwürmchen jetzt echt hilfreich wären. Man muss sie nur mit den anderen Objekten im angrenzenden Korridor in den Raum locken. Dieses Muster zieht sich durch so ziemlich jede Stelle im Spiel, wo man minimal nachdenken müsste. Außerdem macht Elite Force immer deutlich, wenn wir mit einer Konsole oder ähnlichem interagieren können, wobei ich das auch für sinnvoll halte, um Probleme wie in The Fallen zu vermeiden. Wir finden außerdem eine neue Waffe, das Stasis-Gewehr. Diese Waffe ist recht effektiv auf kurze Distanz, ohne dabei den Spieler durch Flächenschaden zu gefährden. Der sekundäre Abzug ist ein Streuschuss, der aber eher im Multiplayer nützlich sein dürfte. Bei dieser Waffe vermisse ich aber noch irgendein anderes Alleinstellungsmerkmal. Außerdem frage ich mich, für wen sie eigentlich bestimmt ist, da die Wesen diese Waffe weder verwenden noch Bedarf für sie zu haben scheinen. Im Laufe der Mission verlieren wir Telsia, während vom anderen Team scheinbar nur Foster überlebt. Die Hälfte unserer Leute scheint also draufgegangen zu sein. Aber wie sich herausstellt, wurden sie lediglich in Stase-Kapseln gebeamt. Kurz bevor wir unser letztes Ziel erreichen, erscheint der Commander des Schiffs und spricht mit uns. Die Situation klärt sich schnell auf. Die Wesen nennen sich Eterianer und hielten uns für die Scavenger, die auch die Voyager geplündert haben. Als ihnen klar wurde, dass wir nicht zu ihnen gehören, haben die Eterianer die verschwundenen Teammitglieder untersucht und so gelernt, mit uns zu kommunizieren. Letztendlich kann der Konflikt problemlos beigelegt werden, die Eterianer teilen ihr Wissen mit der Besatzung der Voyager und die Sache endet ohne Verluste auf beiden Seiten. Das Hesser-Team hatte also nochmal Glück. Aus den Daten der Eterianer erfahren wir unter anderem, dass der Raumschifffriedhof als Forge bezeichnet und von einer unbekannten Raumstation in ihrem Zentrum kontrolliert wird. Viel Zeit zur Erholung bekommen wir aber nicht, denn es wurde eine mögliche Lösung für die Energieprobleme auf der Voyager gefunden. Das nötige Material, ein Isotop namens Isodesium, müssen wir aber ausgerechnet aus der Basis der Scavenger stehlen. Diese wiederum scheint aus einem alten Föderationsschiff, einem klingonischen Bird of Prey sowie Schiffen der Herojin und Malone zusammengestückelt zu sein. Angesichts unserer zahlenmäßigen Unterlegenheit wird es Zeit für eine Geheimmission. Also bekamen wir als neue Waffe prompt einen neuen Sternflotten-Granatwerfer ausgehändigt, den wir auch in einer Camelot-Simulation gegen Ritter mit Armbrust ausprobieren dürfen. Der primäre Abzug feuert eine Granate, die entweder beim Einschlag auf einen Gegner oder nach einigen Sekunden explodiert, während der zweite Feuermodus eine Haftmine erzeugt. Letztere kann aber leider nicht wirklich als Mine eingesetzt werden, da auch sie nach kurzer Zeit explodiert, wir können also nicht mal Fallen stellen. Der Granatwerfer scheint mir absolut ungeeignet für diese Art von Mission, hier musste man also scheinbar wieder die etablierten Archetypen für den Multiplayer bedienen. Gerade für diese Mission hätte sich eine Waffe zur lautlosen Neutralisation angeboten. Der Sniper-Modus unseres Phaser-Gewehrs soll zwar lautlos sein, kann aber in den folgenden Tarnsegmenten genauso wenig eingesetzt werden wie die übrigen Waffen. Fairerweise muss man aber sagen, dass dieser Granatwerfer mehr nach Sternflottentechnologie aussieht als sein Gegenstück aus The Fallen. Nachdem wir im Alleingang die Shuttle-Rampe repariert haben, fliegen wir mit einem Fünfer-Team zur Scavenger-Basis. Monroe, Telsia und Odell sollen die Basis an unterschiedlichen Orten infiltrieren und jeweils drei Isodesium-Proben finden, während Foster und Lathrop einen Extraktionspunkt einrichten und die nächsten 1-2 Stunden Däumchen drehen? Ernsthaft, als ob dazu zwei Leute nötig sind. Monroe startet in der Klingonen-Sektion, aber zu unserem Glück schlafen viele der Klingonen oder sind anderweitig beschäftigt. Auf den niedrigeren Schwierigkeitsgraden könnten wir uns auch reinschießen, aber neben einer Rüge von Forster hat das auch eine andere Konsequenz. Daher ist es besser, Kämpfe so lange wie möglich zu vermeiden, was auch ziemlich lange problemlos möglich ist. Wir dürfen nur nicht sprinten, Waffen abfeuern oder uns sehen lassen, wobei die Sichtkegel der wenigen Gegner, die tatsächlich Wache halten, scheinbar auch gekürzt wurden, damit wir etwas mehr Spielraum haben. Anders als in The Fallen hat man also wenigstens das Feindverhalten angepasst, um den Mangel an Stealth-Mechaniken zu kompensieren. Falls wir kämpfen, müssen wir uns keine großen Sorgen um Munition für unsere Alien-Waffen machen, da die Scavenger ihre Gewehre fallen lassen, die in entsprechende Munition umgewandelt werden. Nachdem wir unsere drei Proben haben, werden wir beauftragt, uns auf die Suche nach Odell zu machen, der in seinem letzten Funkspruch den Verdacht geäußert hat, dass er verfolgt wird und sich nun nicht mehr meldet. Unser Weg führt uns in die Herojin-Sektion. Wenn wir vorher entdeckt wurden, werden wir Odell hier tot vorfinden. Ab hier müssen wir auch nicht mehr unauffällig vorgehen, da die Herojin bereits gewarnt wurden. Wenn wir aber vorher schön unauffällig waren, finden wir Odell etwas später verletzt in einem Wartungsschacht vor. Da Odell noch eine Probe fehlte, entscheidet sich Monroe, sie für ihn zu holen. Telsia hilft uns dabei, indem sie einen Kran bedient, damit wir eine bodenlose Schlucht überwinden können. Sowas braucht man auf seiner Station und seinem Raumschiff schließlich. Telsia wird dabei aber von den menschlichen Scavengern entdeckt und gefangen genommen, also müssen wir wieder auf Rettungsmission gehen. Dabei wird schnell deutlich, dass es sich bei den Menschen tatsächlich um Terraner handelt. Irgendwie ist ein terranisches Kriegsschiff aus dem Spiegeluniversum hier gelandet. Telsia waren die Ähnlichkeit zu alten Sternflottenschiffen und die terranischen Symbole direkt aufgefallen, aber irgendwie interessiert weder Foster noch sonst irgendwen, dass es ein solches Schiff mit menschlicher Besatzung in den Delta-Quadranten verschlagen hat. Nachdem wir die Terraner-Sektion etwas erkundet haben, finden wir ein leeres Quartier mit einigen Uniformen, was Monroe auf die Idee bringt, sich zu verkleiden. So können wir uns frei durch das Gebiet bewegen und in die Krankenstation eindringen, wo wir Telsia befreien. Ein Täuschungsversuch und ein Feuergefecht später schicken wir Telsia mit dem Isodesium zum Extraktionspunkt, während wir eine Ablenkung starten und folgen ihr zurück ins Klingonengebiet.
Dort werden wir aber bereits vom Hirogen Alpha erwartet, der auch Odell verfolgt hat. Der Jäger ist durchaus eine willkommene Abwechslung und von den 2,5 Bossen vermutlich der beste. Er ist mit einer glorifizierten Minigun bewaffnet und kann sich während seiner Angriffe unverwundbar machen, wird danach aber für einige Sekunden verletzbar. In jeder dieser Phasen können wir ihn einmal treffen, womit spielt aber keine Rolle, da der angerichtete Schaden immer gleich ist. Dieser Boss hat nur ein großes Problem, seine KI. Selbst wenn er keine freie Schusslinie hat, kommt der Jäger selten auf die Idee, seinen Standort zu wechseln und uns zu zwingen, neue Deckung zu suchen. Dieser Typ soll uns unbemerkt durch mehrere Gebiete der Scavenger-Basis verfolgt haben, scheint aber jetzt plötzlich den Idiotenball zu halten. Wenn wir den Jäger besiegt haben, überreicht er uns mit letzter Kraft seine Minigun, mit der wir uns den restlichen Rückweg auf Scarface oder Rambo-Art freischießen können. Der Tetion Disruptor ist womit die beste Waffe gegen größere Gegnermengen. Noch dazu hat sie als Sekundärangriff einen Ricochet-Shot. Diese Eigenschaft ist im Singleplayer zwar nicht so nützlich, aber sie ist auch gut gegen einzelne Ziele geeignet. Zurück am Extraktionspunkt müssen nur noch die mitgebrachten Musterverstärker aktiviert werden. Leider bekommen wir dann plötzlich ungebetenen Besuch von einigen Borg-Drohnen, die das Isodesium mitnehmen und Foster entführen. Oh, und eine Drohne tötet Lathrop, indem sie ihn etwas unsanft gegen eine Wand wirft. Da hilft dann wohl auch kein Schutzanzug mehr. Wir müssen also mit leeren Händen und mit 2 Teammitgliedern weniger zurück zur Voyager beamen. Auf der Voyager hört der Ärger aber noch nicht auf. Tuvok ist angepisst, weil er meint, dass der Diebstahl hätte verhindert werden können, wenn wir riskiert hätten, auf Forster zu schießen. Stichwort akzeptable Verluste. Ich weiß nur nicht, welcher Teil von Tuvoks Schlussfolgerung dahin führen soll, dass die Borgs nicht erstens dann ein anderes Entführungsopfer gesucht hätten, wenn Informationen ihr Ziel waren, und dass sie zweitens nicht trotzdem das Isodesium mitgenommen hätten. Angepasst an unsere Waffen waren diese Drohnen ohnehin schon. Das Handbuch erklärt uns, dass Tuvok schwer zwischen Monroe und Foster als Teamleader abwägen musste und sich für Foster entschied, weil Monroe schlussendlich einfach noch zu unerfahren ist. Aber hier wirkt Tuvok seltsam voreingenommen. Aber auch das restliche Team, um das wir uns kümmern sollen, während die Führungsoffiziere über das weitere Vorgehen beraten, hält seinen Unmut nicht gerade geheim. Zugegebenermaßen erwarte ich hier nicht die Vernunft, die ich von einem Vulkanier wie Tuvok erwarte. Aber zum einen wirken viele der Dialoge darauf gepolt, dass Odell auf der Mission umgekommen ist. Gerard zählt ihn jedenfalls zusammen mit Lathrop und Foster auf, auch wenn Odell überlebt hat und andere Teammitglieder bestätigen, dass er sich erholen wird. Zum anderen lag die Einsatzleitung komplett bei Foster, der nicht aktiv an der Mission teilgenommen hat. Wir sind der Grund, wieso die Mission bis zur plötzlichen Ankunft der Borg potenziell ohne Verluste und unter Erreichung aller Missionsziele ablief. Generell gibt es zwischen den Missionen kurze Abschnitte, wo wir Dialoge von unseren Teammitgliedern anhören müssen, damit das Skript weitergeht, was das Spiel leider nicht so gut kommuniziert. Wenn man das für optional hält, könnte man sich wundern, wieso unsere Teammates keine Anstalten machen, zum Transporterraum zu gehen. Die meisten Dialoge müssen wir dabei gar nicht selbst initiieren, sondern starten automatisch, wenn wir uns den Beteiligten nähern. Ein paar Leute müssen wir aber auch gezielt ansprechen. Und wehe, wir versuchen das bei jemandem, der uns gerade nichts zu sagen hat. Dann wird nämlich deutlich, dass große Teile der Besatzung ein Tonfallproblem haben. Einige sagen uns sehr ungehalten, dass sie beschäftigt sind, während sie schweigend an einem Tisch sitzen und die Wand anstarren. Und viele reagieren einfach sehr aggro, was besonders seltsam wird, wenn es sich um Crewmitglieder handelt, deren direkter Vorgesetzter wir sind. Letztendlich ruft uns Tuvok in die Astrometrie. Aufgrund der Umstände sind wir nun der ranghöchste Offizier des Hazard-Teams. Um das Isodesium zurückzuholen und falls möglich Foster zu retten, sollen wir Seven of Nine auf einen beschädigten Borg-Kubus in der Nähe eskortieren. Dazu nehmen wir natürlich den im Tutorial demonstrierten I-Mod mit, es wird also Zeit, ein paar Worte zu diesem zu verlieren. Der I-Mod wurde als Waffe eingefügt, an die sich die Borg nicht anpassen können. Um ehrlich zu sein, habe ich mich sowieso immer gefragt, wieso die Sternflotte im Kampf gegen Gruppen von Borg-Drohnen nie wirklich Fortschritte zu machen schien. Was wichtig gewesen wäre, damit sich die späteren Siege gegen die Borg einigermaßen verdient angefühlt hätten. Ich verstehe auch, wieso das Spiel eine solche Waffe braucht, denn ganz ehrlich, diese Mission wäre sonst sehr schnell vorbei. Aber es gibt einige Probleme mit der Umsetzung der Waffe, die leider dazu führen, dass die Borg in diesem Spiel nicht wirklich furchterregend sind. Was wir von späten Voyager-Folgen ja schon zur Genüge kennen. Der I-Mod hat auch wieder 2 Feuermodi. Ein schwächerer Schuss, der Drohnen mit 2 Treffern eliminiert, und einen stärkeren Schuss mit geringerer Feuerrate sowie doppelten Munitionskosten, der Drohnen mit 1 Schuss tötet. Wenn ihr also nicht ständig verfehlt, macht der 2. Abzug den 1. absolut überflüssig. Dann kommt noch dazu, dass die Borg in der Simulation vom Anfang reine Nahkampfgegner sind, was zu dem etablierten Verhalten in der Serie passt und für ein 1. Level okay ist. Aber eben weil der I-Mod die Borg zuvor so trivialisiert hat, nimmt das nächste Level eine Änderung vor. Nachdem wir uns als Bedrohung erweisen, stellt sich heraus, dass viele der Drohnen mit Schusswaffen ausgestattet sind. Auch das ist zugegebenermaßen nicht völlig unerhört für die Borg, gerade wenn sie vom Kollektiv getrennt sind. Und unter den Umständen ergibt es auch Sinn. Aber es macht die Borg zu ganz gewöhnlichen Gegnern. Nur dass der Game Over Screen in Borg-Leveln etwas krasser ist, weil dann Monroes Assimilation gezeigt wird.
Star Trek Online löst das Anpassungsproblem der Borg über ein Item, das eure Waffen neu einstellt und euch dafür einige Sekunden angreifbar macht. Der zweite Feuermodus des iMod wäre interessanter gewesen, wenn er genau das täte. Mit jedem Schuss erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass die Borg sich anpassen. Wenn das geschieht, muss man mit dem zweiten Feuermodus neu justieren und sich dadurch angreifbar machen. Das wäre im Multiplayer vielleicht etwas komisch, aber da der iMod dort bereits Rüstung zu ignorieren scheint, hätte man das auch dort nutzen können. Zumal die Waffen zwischen Singleplayer und Multiplayer ohnehin schon separat balanciert sind. Auf dem Kubus starten wir mit einem Fünfer-Team, wobei wir Nelson sehr schnell in einem unnötigen Feuergefecht quer über einen bodenlosen Graben verlieren. Seine Rettung ist vermutlich die nervigste, da sie im Grunde genommen Präkognition voraussetzt, wenn man nicht bereits weiß, was zu tun ist. Wir müssen nämlich genau die Drohne spawn killen, die sonst den tödlichen Schuss abgibt. Dann wird Nelson aber immer noch verletzt und muss zur Voyager zurückbeamen. Die regelmäßige Begleitung durch NPCs ist ein weiterer großer Unterschied zu The Fallen. Unsere Teammates sind dabei meistens unverwundbar gegen feindliche Angriffe, zielen aber nicht gut, richten weniger Schaden an und werden meist von unseren Gegnern ignoriert, die sich lieber auf uns konzentrieren. Wenn Teammitglieder verletzbar sind, teilen unsere Gegner meist ihr Feuer zwischen uns und diesem NPC auf. In diesem Level ist 7 of 9 ein valides Ziel für die Borg, aber meiner Erfahrung nach muss man ihren Tod schon mit viel Mühe herbeiführen, und soweit ich weiß, ist sie auch nur an einem Punkt, wo die Borg versuchen uns zu überrennen, während sie ein Kraftfeld hackt, in echter Gefahr. Alles in allem ist es ein passabler Kompromiss, damit wir nicht alles allein machen müssen, es aber auch nicht zu einfach wird. Auf den höheren Schwierigkeitsgraden ist das Team aber mehr eine Gefahr als eine Unterstützung, da sie ständig im Weg stehen und wir so in unseren Ausweichmöglichkeiten eingeschränkt werden. Auch beim Einsatz von Waffen mit Flächenschaden müsst ihr aufpassen, da euer Team euch bei zu viel Friendly Fire im schlimmsten Fall abmurkst und ihr im besten Fall den Arrestzellen Game Over zu sehen bekommt. Es gibt außerdem zwei Stellen im Spiel, wo das Team Schaden durch Umgebungsgefahren bzw. einen bestimmten Gegnertypen als Anlass nimmt, euch zu erschießen, das ist aber zum Glück nur unregelmäßig der Fall. Wo wir schon von Schwierigkeitsgraden sprechen, Elite Force hat 4. Leicht verdoppelt eure maximalen Hitpoints und Rüstung, während der höchste Schwierigkeitsgrad die Aufladung aus Terminals kürzt. Die Borg-Level werden auf den höheren Schwierigkeiten auch um zusätzliche Gegner-Spawns ergänzt, besonders gerne auch hinter euch, und ich konnte auch einen Fall von veränderter Level-Geometrie beobachten, die wohl einen Sprung erschweren sollte, aber eigentlich nichts ändert. Da wir hier aber mit Quake-Physik arbeiten, haben die meisten Projektile eine Reisezeit, sodass wir problemlos ausweichen können. Die einzige Hitscan-Projektilwaffe waren wohl die Gewehre aus der Wild-West-Simulation, die dementsprechend mit der schwerste Teil des Spiels war. Ansonsten können wir auf weiten Strecken ohne jeden Schaden aus Begegnungen hervorgehen. Elite Force halte ich daher selbst auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad für leichter als The Fallen, wo ihr im Kampf gegen mehr als einen Gegner praktisch unausweichlich Schaden nehmt und viel mehr mit Munition haushalten müsst. Auf dem Kubus erreichen wir nach kurzer Zeit eine Assimilationskammer, wo sich in der Tat Foster befindet und gerade assimiliert wird. Das Team fleht uns förmlich an, einen Rettungsversuch zu unternehmen, während 7 es für ein unnötiges Risiko hält. Wir haben hier die freie Wahl. Foster zu retten ist eine Sache von 20 Sekunden, jedoch fühlt es sich stark so an, als wäre der Plot darum geschrieben, dass wir Foster nicht retten können. Nach dieser Mission hat es keinen weiteren Einfluss auf den Spielablauf. Dazu aber gleich noch ein paar Worte. Im weiteren Verlauf der Mission erfahren wir, dass der Kubus ebenfalls auf eine Sonde gestoßen ist und sie zerstört hat. Die Sonden sind ein Test. Jedes Schiff, das sie zerstören kann, wird in die Forge transportiert. Nach seiner Ankunft wurde der Kubus von einer unbekannten Spezies, die von den Scavengern als Harvester bezeichnet werden, angegriffen und schwer beschädigt. Die Harvester scheinen assimilationsresistent zu sein, viel mehr erfahren wir aber nicht über sie. Aber eine Spezies, die es mit dem Borg aufnehmen kann, muss ja ziemlich krass sein. Wenig später erreichen wir das Winkodom des Kubus, wo uns die Borg einkreisen und ein Abkommen vorschlagen. Je nachdem, ob wir Foster gerettet haben, spricht entweder er oder 7 für die Borg. Wir erfahren, dass sich auch viele Mitglieder der Spezies 8472 auf dem Kubus befinden, der sich während des Angriffs der Sonde gerade im Kampf mit ihnen befand. Die Borg bieten an, uns das Isodesium zu übergeben, während wir den Kubus für sie säubern. Da die Borg uns keine andere Wahl lassen und wir ohnehin durch das besetzte Gebiet gemusst hätten, nehmen wir das Angebot an, aber nicht ohne unbemerkt für eine Rückversicherung zu sorgen. Spezies 8472 ist also auch in diesem Spiel, und sie legen ein weiteres Problem des Spiels offen. Fast alle Gegner haben identische Stats. Auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad können wir die meisten Gegner mit 4 Treffern aus dem Phasergewehr töten, egal ob Borg-Drohnen, Scavenger oder jetzt Spezies 8472. Auch ihr Schadenspotenzial unterscheidet sich bestenfalls minimal, wenn sie nicht gerade wie im Fall der Scavenger eine Spielerwaffe tragen. Spezies 8472 ist auf den Nahkampf beschränkt und haut im Nahkampf auch zugegebenermaßen gut rein, aber so weit kommen sie dank Tetrion Disruptor gar nicht. Wir metzen also ziemlich mühelos knapp 100 von ihnen nieder. Interessanter, aber natürlich etwas aufwendiger wäre es gewesen, wenn vielleicht nur eine Handvoll Feinde in diesem Gebiet leben, die dafür umso stärker sind und denen man vielleicht auch irgendwelche Fallen stellen muss. Bedrohlich ist das jedenfalls nicht. Als wir das Isodesium erreichen, melden sich die Borg zurück und kündigen unsere Abmachung auf. Das hat das Team natürlich aus 10 Lichtjahren Entfernung kommen sehen, weshalb Chang sich mit Monroes stiller Zustimmung erlaubt hat, am Winkelum eine Bombe zu platzieren.
Dessen Zerstörung stürzt den Kubus ins Chaos, sodass nur ein paar Drohnen zwischen uns und unserem Ziel stehen. Falls wir Forster nicht gerettet haben, ist er als Boss mit dabei. Er ist aber nur insofern speziell, dass er unverwundbar ist, solange noch andere Drohnen leben. Was irgendwie passt, da er immer noch seinen Schutzanzug trägt. Wenn er am Kampf beteiligt ist, verletzen wir ihn und Forster bittet uns in einem Moment der Klarheit, ihn zu töten. Munro lehnt aber ab, was ich angesichts der Umstände etwas anstößig finde, aber stimmig mit seiner Charakterisierung im Comic ist. Hätte man ihn im Spiel ebenso dargestellt, hätte es auch gepasst, dass man nur auf der Scavenger-Basis nicht riskieren wollte, Forster zu verletzen, obwohl das Protokoll genau das erfordert hätte. Aber da wir keine 2 Sekunden später problemlos rausbeamen, frage ich mich, wieso wir Forster nicht mit auf die Voyager beamen. Dann hätte man immer noch sagen können, dass er dort seinen Verletzungen erlegen ist. Ich finde es auch etwas seltsam, dass die Borg sich in ihren über 2 Jahren in der Forge scheinbar ziemlich passiv verhalten haben. Auch wenn der Kubus bewegungsunfähig sein sollte, hätten die Borg zum Beispiel versuchen können, die Scavenger-Basis zu assimilieren, um Material, Drohnen, Shuttles und weitaus mehr Isodesium, als sie unserem Team abgenommen haben, zu erwerben. Mit etwas Strategie hätten die Borg das Potenzial gehabt, die Forge zu übernehmen. Wenn wir Forster gerettet haben, werden wir zurück auf der Voyager von Tuvok für unsere Leistung gelobt. Das ist dann der Punkt, wo Tuvok beginnt, uns zu respektieren. Aber falls uns das nicht gelungen ist, drückt Tuvok offen seine Enttäuschung aus, wohl wissend, dass die Entscheidung auch für uns nicht leicht war. Das wäre verständlich, wirkt aber doppelzüngig, wenn man bedenkt, dass Captain Janeway uns klar gesagt hat, dass das Isodesium Priorität haben muss, Seven als anwesende Borg-Expertin gegen den Rettungsversuch war und Tuvok selbst noch vor einer halben Stunde von akzeptablen Verlusten gesprochen hat. Forster verschwindet nach dieser Mission aus dem Spiel, was aus technischer Sicht verständlich, aber erzählerisch schwierig ist. Der Voyager-Tour-Modus aus dem Add-on lässt uns Forster auf der Krankenstation besuchen, das Spiel betrachtet es also als Kanon, dass wir ihn retten. Reden können wir aber dort mit ihm nicht, dann hätte man ja neue Voicelines aufnehmen müssen. Elite Force 2 auf der anderen Seite erwähnt Forster nicht mal, ebenso wie alle anderen Hazard-Teammitglieder, die während des ersten Teils sterben konnten oder gestorben sind. Daher funktioniert der Plot vielleicht besser, wenn man Forsters Rettung versucht, aber absichtlich vergeigt. Selbst intern scheint sich das Spiel uneinig zu sein. Wenn man mit Cheats Sequence-Breaking betreibt, wie ich es getan habe, um das alternative Bildmaterial zu bekommen, kämpft man zwar gegen den assimilierten Forster, Tuvok tut aber so, als hätten die ihn gerettet. Ungeachtet all dieser Dinge bleibt ein Problem. Munro hat im Grunde genommen keine Beziehung zu Forster und wir damit auch nicht. Offiziell leiten wir das Hazard-Team gemeinsam bzw. unterstützen ihn dabei, aber wir sehen zum Beispiel keine gemeinsame Einsatzplanung, wo sich Unterschiede in Forster und Munros Führungsstilen zeigen könnten. Forster hat weder ein offenes Problem mit Munro, trotz seiner erwähnten disziplinarischen Probleme in der Vergangenheit oder seinem Hang zu unüberlegten Handlungen, noch nimmt Forster eine Mentorrolle ein, wo es typisch wäre, dass er irgendwann zur Mitte hin stirbt. Zumindest ist es im Spiel so, denn der Anfang des Comics zeigt selbst ohne viele Worte eine Version von Forster, die wesentlich fürsorglicher gegenüber dem Team zu sein scheint. Als Munro dagegen die Trainingssimulation im Spiel vergeigt, ignoriert er die von Forster einberufene Nachbesprechung und versucht stattdessen, von Tuvok einen Rat zu bekommen. Das war vielleicht die einzige Chance, die Natur von Munro und Forsters professioneller Beziehung zu etablieren, und stattdessen liefen wir Tuvok hinterher, vermutlich weil er ein Hauptcharakter ist. Und so ist Forster am Ende leider nicht mehr als der Charakter, der verschwinden muss, damit Munro sich als Anführer beweisen kann. Nach dieser Mission und unserem ersten großen Erfolg haben wir relativ viel Freizeit. Auf dem Holodeck können wir eine letzte Simulation spielen, um auf Kronos unsere neueste Waffe auszuprobieren. Den Photonenstoß. Kurz gesagt, ein tragbarer Photonentorpedowerfer. An sich eine super coole Waffe, wobei sich mir der Sinn des sekundären Feuermodus bis heute nicht so richtig erschließt. Das scheint nur ein Projektil mit mehr Flächenschaden zu sein. Leider ist diese Waffe gegen die meisten Gegner absolut Overkill und gegen die Gegner, wo man meinen würde, dass diese Waffe für sie ideal wäre, ist sie erstaunlich ineffektiv. Ein solcher Gegner wird uns auch bald begegnen. Wir besitzen nun alle Waffen, die Sternenflottenmunition verwenden und beim Playthrough für dieses Video wurde mir klar, dass keine Sternenflottenwaffe eine brauchbare Alternative für das Phasergewehr ist, wenn man es mit vielen Gegnern zu tun hat. Der U-Mod könnte zwar in gewisser Weise stärker sein, aber es fühlte sich für mich immer seltsam an, ihn gegen andere Gegner als die Borg einzusetzen. Der Granatwerfer und der Photonenstoß haben zwar Flächenschaden, sind aber in der Praxis kaum einsetzbar. Entweder ist die Distanz zum Feind zu gering, sodass wir selbst Schaden nehmen würden, oder wir müssen fürchten, damit unsere Teammitglieder zu verletzen. Danach treffen wir uns mit Halsey im Casino. Das Gespräch hat durchaus romantische Untertöne, wohlgemerkt unabhängig vom gewählten Geschlecht. Zumindest ist das meine Interpretation ihrer Wortwahl mit Blick auf Elite Force 2. Hier kommt es aber noch nicht so weit, da Nelix genau im richtigen Moment cockblockt. Außerdem können bzw. müssen wir mit den anderen Anwesenden sprechen, darunter Chakotay und Paris, bis dann jemand feststellt, dass sich zwischen den Trümmern ein Schiff bewegt. Daraus folgern wir schnell, dass ein Harvester-Schiff auf dem Weg zur Voyager ist. Da die Voyager weiterhin nicht kampfbereit ist, muss ein anderer Weg her, um das Harvester-Schiff aufzuhalten. Glücklicherweise gibt es in der Nähe ein verlassenes Kampfschiff, das im Grunde genommen eine automatisierte Langstreckenkanone ist.
Der Plan ist also, Tuvok an Bord des Schiffes zu eskortieren und seine Waffen gegen die Harvester einzusetzen. Der erste Teil dieser Mission besteht in erster Linie aus ein paar Umgebungsrätseln und einem kurzen Gefecht mit ein paar Scavengern vor dem Kontrollraum, wo wir erfahren, dass die Besatzung des Schiffs ebenfalls den Harvestern zum Opfer gefallen ist. Leider gibt es ein Problem mit dem Waffensystem, weshalb wir losgeschickt werden, um den Fehler rechtzeitig zu finden und zu korrigieren. Seltsamerweise lassen wir aber unseren Feldtechniker Chell im Kommandozentrum bei Tuvok zurück. Die Dreadnought ist zwar ansonsten tatsächlich verlassen, aber bei weitem nicht tot. Schnell stellen wir fest, dass sich automatisierte Verteidigungsroboter an Bord befinden, die uns als Eindringlinge betrachten. Die normalen Roboter sind dabei recht normale Gegner mit geringer Mobilität. Das Spannendste an ihnen ist, dass man ein paar von ihnen noch vor ihrer Aktivierung zerstören kann, indem man die fliegenden Augen abschießt, bevor sie einen Roboterkörper erreichen. Die Gelegenheit dazu ist aber sehr selten und erfordert recht genaues Zielen. Interessanter sind eher noch die fliegenden Drohnen, die gelegentlich auftauchen. Die größte Bedrohung sind aber die großen Roboter, die uns zum Glück nur im Nahkampf angreifen, aber verdammt viel aushalten. Man würde meinen, dass der Photonenstoß genau für diese Gegner gemacht ist, aber selbst 5 Treffer, die uns immerhin ein Drittel unserer maximalen Munition kosten, reichen nicht. Viel effektiver ist der Bogenschweißer, den wir als letzte Waffe finden. Würde er sich nicht seine Munition mit dem Tetrion-Gewehr teilen, wären diese beiden Waffen wohl absolut dominant. Der sekundäre Feuermodus funktioniert aber im Singleplayer etwas seltsam, oder zumindest stimmt das visuelle Feedback zu ihm nicht mit dem Verhalten im Multiplayer überein, wo er scheinbar mehrere Gegner in einer Reihe treffen kann. Letztendlich können wir das Hauptgeschütz gerade rechtzeitig laden und ausrichten. Das Harvester-Schiff überlebt aber den Treffer. Wir beamen also zurück, um den Enterversuch der Harvester abzuwehren. Diese Wesen haben sich mit dem Borg angelegt, also müssen die ja richtig krass sein. Leider haben auch die Harvester die gleichen Stats wie die meisten Gegner. Ich kann sehen, wieso die Borg mit ihnen Probleme hatten, bis sie auf Schusswaffen umgestiegen sind, aber sonst sollte kein Schiff mit brauchbar bewaffnetem Sicherheitspersonal ein Problem mit ein paar übergroßen Kakerlaken haben. Wir wehren den Angriff daher mit wenig Mühe ab und retten Tuvok, der sich mit Neelix irgendwo verschanzt und leider nicht die Gelegenheit genutzt hat, ihn den Harvester zum Fraß vorzuwerfen. Dabei hatte er gerade die perfekte Gelegenheit, um es wie einen Unfall aussehen zu lassen. Nach der Abwehr des Angriffs werden wir in den magischen Konferenzraum eingeladen. Tuvok formuliert es als reine Höflichkeit, aber ganz ehrlich, als amtierender Leiter des Hazard-Teams sollte Monroes Beteiligung in dieser Besprechung Standard sein. Monroe wird etwas ungehalten, als klar wird, dass Janeway mehr auf die Verteidigung des Schiffs konzentriert ist und wirkt etwas naiv, als er einen Gegenangriff vorschlägt. Das liegt aber mehr daran, dass Monroe erst auf Janeways Geheiß offenlegt, dass er auch tatsächlich einen Angriffsplan hat. Monroe will das Harvester-Schiff als trojanisches Pferd nutzen, um ein Team in die Forge zu bringen und seine Verteidigung von innen abzuschalten. Mit Blick auf die fallende Moral der Besatzung und die übrigen Opfer der Forge stimmt Janeway dem Plan zu. Wir betreten die Forge mit unserem vollständigen Waffenarsenal. Wirklich relevant sind hier aber nur das Phasergewehr und der Tetrion-Disruptor, der Rest ist nur bedingt oder gar nicht geeignet für das, was kommt. Nachdem wir in die Forge eingedrungen sind, stellen sie uns nicht nur Harvester, sondern auch größere Gegner entgegen, die später als Reaver identifiziert werden. Das sollen perfekte Killermaschinen sein, das Ungewöhnlichste an ihnen ist aber ihre Fähigkeit, größere Distanzen mit einem Sprung zu überwinden. Ansonsten leben und sterben sie wie fast alle anderen Gegner auch. Es gelingt uns, die Verteidigungssysteme abzuschalten, wenig später werden wir aber von den Verteidigern der Forge eingekesselt. Als die Situation aussichtslos scheint, zieht Beastman plötzlich das Feuer auf sich, während das restliche Team in seiner Verzweiflung da sitzt und nichts tut. Beastman wird dabei erschossen, kurz darauf werden wir von Tuvok, Seven of Nine und einigen weiteren Voyager-Crewmitgliedern gerettet. Tuvok kommt zum Ergebnis, dass Beastman das logisch Richtige getan hat, weil Bedürfnisse der vielen und so. Neben Lathrop in der Scavenger-Mission ist Beastman das einzige Mitglied des Hazard-Teams, dessen Tod unvermeidbar ist. Hier hat man meiner Meinung nach die Gelegenheit verpasst, die anderen Opfer der Forge einzubeziehen. Es wäre sehr passend für Star Trek und auch ein cooler Janeway-Moment gewesen, wenn diese, während wir beschäftigt waren, Kontakt zu den Scavengern aufgenommen und sie über unseren Plan informiert hätte. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass zumindest die Klingonen und die Hirogen sich beteiligt hätten. Man hätte vielleicht noch einen Moment zwischen Monroe und dem neuen Hirogen Alpha haben können, der ihm Respekt zollt, weil er den Jäger am Ende der Scavenger-Mission besiegt hat. Wir gruppieren uns neu und bereiten dann die Zerstörung der Forge vor. Dabei treffen wir auf einen weiteren Gegnertypen, den Avatar, der aber auch nichts wirklich Besonderes kann. Nach kurzer Zeit werden aber alle anwesenden Besatzungsmitglieder der Voyager vom Visionen heimgesucht, als ein Wesen, das sich selbst nur als den Vorsoff bezeichnet, in ihre Gedanken eindringt. Hier erfahren wir, dass Chunks in den frühen Spielphasen geäußerte Theorie stimmt. Die Forge ist eine von Neumann-Maschine, die die letzten Jahrtausende damit verbracht hat, sich Technologie und DNA hunderter Spezies anzueignen und jetzt dabei ist, sich zu vermehren, um durch exponentielles Wachstum die Galaxie in Auftrag einer Spezies zu erobern, die hier nur als Ancient Ones bezeichnet werden. Hätte Star Trek Online die Ereignisse von Elite Force aufgegriffen, wären der Vorsoff und die Forge sicher ein weiteres Projekt der Ikonianer gewesen.
Der Comic identifiziert die Schöpfer der Forge als die Talos, aber die kennen wir auch nicht. Wer auch immer die Ancient Ones waren, sofern sie noch nicht ausgestorben sind, haben sie scheinbar kein Problem mehr mit sehr langfristig zu planen. Zu unserem Glück blockiert Drouot die Stimme. Offenbar wohl für die ganze Besatzung, was für eine einzelne Beta-Zoidin schon echt krass ist. Aber ich weiß beim besten Willen nicht, wie das Problem für die restlichen Teams gelöst wurde. Tuvok könnte zwar vielleicht noch sein Team schützen und Warwick vielleicht auch, wenn er überhaupt in einem der Teams dabei ist, aber mehr Telepathen hat die Voyager-Besatzung auch nicht. Wir stoßen bis zum Dämpfungsfeldgenerator vor und zerstören ihn, sodass alle gefangenen Schiffe nun wieder mit voller Energie arbeiten können. Danach machen wir uns auf den Weg zum Treffpunkt mit Chakotay, um die Forge zu verlassen, aber als wir dort ankommen, sucht der Warsaw erneut die Gedanken der Besatzung heim. Drouot blockt ihn erneut, wird aber dadurch ohnmächtig. Monroe erkennt dadurch, dass alles wieder von vorn beginnen wird, wenn die Saat der Forge nicht aufgehalten wird, und bekundet seine Absicht, das im Alleingang zu erledigen. Soweit so gut, das größte Problem an dieser Szene ist jedoch Chakotay, der mal wieder beweist, wieso der am leichtesten vergessene erste Offizier im ganzen Franchise ist. Während Monroe seine kleine Rede hält, verliert Chakotay kein einziges Wort zu dem Thema, sondern nimmt alles kommentarlos hin. Er versucht nicht seine Autorität geltend zu machen, er versucht nicht Monroe die Sache auszureden, noch bestärkt er ihn in seinem Handeln, was ich von einem Ex-Marquis, der der Sternenflotte den Rücken gekehrt hat, um das Richtige zu tun, noch am ehesten erwartet würde. Stattdessen fällt es Tuvok zu, Monroe per Kommunikator zurückzurufen, was dieser aber ignoriert. Kurz vor dem letzten Boss finden wir ein Terminal, das die maximale Energie all unsere Waffen von 300 auf 999 anhebt. Das verheißt leider nicht wirklich was Gutes. Wir stoßen in die Kammer des Warsaw vor und nachdem ein Versuch von Monroe, ihn von seinem Plan abzubringen, scheitert, werden wir von Harvestern, Reavern und Avataren angegriffen. Dieses Segment hat tatsächlich ein Zeitlimit, nachdem die Saat ausgesetzt wird, aber man muss sich schon anstrengen, um das auszuschöpfen. Während der Kampf fortschreitet, beamen einige Etherianer in die Kammer, um uns zu helfen. Während wir den Kampf fortsetzen, zerstören sie die Saat für uns. Keine Ahnung, woher sie wussten, was Sache war, aber okay. Danach ziehen sie sich wieder zurück, bieten aber an, Monroe mitzunehmen, was dieser ablehnt. Warum, weiß ich nicht, denn jetzt gibt es wirklich keinen Grund mehr zu bleiben. Aber dann hätten wir ja nicht gegen den Warsaw gekämpft, der jetzt seinen Teil der Arena verlässt, um uns persönlich zu töten. Star Trek hatte leider immer ein Problem mit seinen Antagonisten, aber der Warsaw ist selbst für Star Trek-Verhältnisse lächerlich schlecht geschrieben. Während des gesamten Arena-Kampfes und des Bosskampfes gegen ihn selbst trash-talkt er uns und hört nicht auf, darüber zu reden, wie böse und brutal er doch ist. Das wäre tragbar, wenn der Warsaw wenigstens während des Kampfes irgendwie eine Bedrohung darstellen würde. Allerdings können wir allen seinen Angriffen mühelos ausweichen, solange wir in Bewegung bleiben. Der Möchtegern-Diktator der Galaxie ist nicht in der Lage, ein Ziel zu treffen, wenn es nicht für ihn stehen bleibt. Das Einzige, was ihm in diesem Kampf hält, ist die Tatsache, dass er ein fetter Bullet-Sponge ist. Von seinen offensichtlich sehr starken telepathischen Fähigkeiten macht er auch nicht Gebrauch. Die viel größere Bedrohung für Monroes Leben ist, dass er am Ende praktischerweise unter fallenden Trümmerteilen steht, was aber kein Problem ist, weil die Voyager uns gerade rechtzeitig rausbeamt und dann die Forge zerstört. Die Voyager findet sich 200 Lichtjahre näher an der Heimat wieder und geht getrennte Wege mit den Etherianern. Sonst gab es ja niemanden in der Forge, dessen Schicksal uns wichtig sein könnte. Im Epilog zeigt sich Monroe bedrückt über die Opfer unter der Besatzung der Voyager. Immerhin mindestens 2, im schlimmsten Fall sogar 6 Leute allein unter den Mitgliedern des Hazard-Teams. Von den Leuten, die wir vielleicht gerettet haben, fehlt aber leider jede Spur. Langsam wird aber deutlich, dass Monroes Leistungen ihm eine Doppelbeförderung zum Lieutenant Senior Grade beschert haben. Trotz der Tatsache, dass wir am Ende eigenmächtig gehandelt, direkte Befehle ignoriert und Tuvok geghostet haben. Wenn man genau hinhört, kann man sogar fast hören, wie Harry Kim im Hintergrund weint. Aber auch den Respekt von Janeway, Chakotay und sogar Tuvok haben wir uns verdient. Janeway betont, dass alle die Visionen gesehen haben. Deshalb war Monroe auch der Einzige, der verstanden hat, was getan werden musste. Tuvok sticht hier besonders hervor. Er bekundet zwar seine Meinung, dass ein guter Anführer sowohl Logik als auch Instinkt besitzen muss und auch immer die Führungsqualitäten in Monroe gesehen hat, aber das kommt etwas komisch, nachdem er den Großteil des Spiels über fast immer, wenn Monroe sich auf seine Instinkte verlassen hat, ihn dafür gerügt hat. Was Charakterentwicklung angeht, achtet Monroe zwar nun darauf, dass er sich bei größeren Risiken nur selbst in Gefahr bringt, statt das gesamte Team, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es Tuvok allein darum ging. Janeway teased noch ein Sequel, da die Sternenflotte die Idee des Hazard-Teams aufgreifen könnte. Wie sich herausstellen wird, kennt sie dafür aber Sternenflottenbürokraten zu schlecht. Der Comic macht die Begründung für Monroes Beförderung etwas klarer, denn hier gibt Janeway den Befehl, die Verbreitung der Forge zu verhindern und das Team stellt sich dem Gegenstück des Warsaw, der hier ein anderes Design hat, gemeinsam. Die Borg übernehmen die Rolle der Scavenger am Anfang und die der Etherianer am Ende, unter der Führung des assimilierten Foster, der das nur tun kann, weil Monroe sich bei der Mission auf dem Kubus geweigert hat, ihn zu töten. Das Dreadnought-Level fällt ebenfalls komplett weg. Viel davon war sicher nötig, um die Handlung auf 44 Seiten zusammenzukürzen. Auf der anderen Seite halte ich gerade den Anfang des Comics, wie bereits erwähnt, für eine klare Verbesserung.
Vielleicht kam das aber zu spät in der Entwicklung, als dass man den Anfang des Spiels hätte drastisch ändern können, weil man dazu neue Voicelines hätte aufnehmen müssen. Der Ruf von Elite Force ist nicht gänzlich unverdient. Es ist genau das, was es sein will. Ein Shooter im Stil von Quake mit Star Trek-Anstrich. Aber nichtsdestotrotz fallen beim erneuten Durchspielen kleine und große Dinge auf, die auch vor all den Jahren schon besser hätten gemacht werden können und zum Teil in den anderen Spielen auch wurden. Sowohl Gameplay als auch Plot betreffend. Wir haben zwei Missionen Build-Up zu den Harvestern als super heftigen Feind und am Ende liefern sie in keiner Form. Vergleicht das mit The Fallen, welches quasi nebenbei mit den Krigari eine der gruseligsten feindlichen Spezies im Franchise geschaffen hat, um den Spieler herauszufordern. Und auch wenn The Fallens Endboss mit der richtigen Waffe auch nicht schwer war, ist er dennoch in jeder Hinsicht dem Warsaw vorzuziehen. Vielleicht war es aber am Ende Zeitdruck, der Elite Force zurückhielt, da zwischen Beginn der Entwicklung und der Veröffentlichung nur 18 Monate verging, während The Fallen im Vergleich über einen Zeitraum von 22 Monaten entwickelt wurde. Anders als Elite Force war The Fallen auch kein Tie-In zu einer noch laufenden Serie, während Elite Force auch genutzt wurde, um die letzte Staffel von Voyager zu bewerben. Sowohl das Spiel als auch der Comic hatten Aspekte, die das Gegenstück verbessert hätten. So bekamen wir am Ende zwei Produkte, die unter ihren Möglichkeiten blieben. Elite Force ist eher auf der kurzen Seite mit einer etwa 5 Stunden langen Story. Abseits davon gibt es nur begrenzten Inhalt, wenn man sich nicht mit dem Multiplayer-Modus befassen möchte. Der dürfte gerade für Quake-Fans interessant sein, ich habe aber nicht genug Erfahrung mit Quake, um detaillierte Vergleiche zu ziehen. Lobend erwähnen kann ich aber die große Auswahl an Maps mit Star Trek-Thema und die vielen Spieler-Skins. Neben fast allen Skins und Modellen, die für den Singleplayer gemacht wurden, gibt es hier auch Charaktere wie Chaotica oder die assimilierten Versionen von Janeway, Tuvok und B'Elanna aus dem ziemlich schwachen Zweiteiler Unimatrix Zero. Auch spannend, aber mit Bots eher kurzweilig, ist der Assimilationsspielmodus, in dem ein Föderations- und ein Borg-Team gegeneinander antreten. Ersteres muss die Borg-Königin töten, während letztere neben ihrer normalen Borg-Waffe eine Assimilations-Nahkampfwaffe besitzen, die damit eliminierte Spieler ins Borg-Team transferiert. Dieser Spielmodus stammt aber aus dem Add-on, wobei diese Bezeichnung schon großzügig ist. Neben Multiplayer-Content gibt es praktisch nur einen Tour-Modus, in dem wir die Voyager frei erkunden können. Hier sind ein paar lustige Sachen dabei, darunter ein von einem gelangweilten Crewmitglied auf dem vergessenen Deck 15 entwickeltes Minispiel, in dem ihr 7 of 9 vor dem Borg retten müsst, da scheint jemand ein wenig zu simpen, und stolze 4 Holodeck-Programme, die aber auch nicht besonders interessant sind. Wir haben hier ein ziemlich grundlegendes Zielschießen oder einen Garten, in dem sich der Gärtner Boothby rumtreibt und plötzlich als Agent von Spezies 8472 entpuppt, nachdem wir von irgendwelchen Tieren angegriffen wurden. Einigermaßen interessant sind eine kleine Mission auf einer klingonischen Basis, die aber so wirkt, als sei sie mal als Teil der Scavenger-Mission vorgesehen gewesen, und das Captain Proton-Programm, für das er zwar eine eigene Waffe bekommt, diese hat aber nicht mal einen sekundären Feuermodus und ist praktisch das Phaser-Gewehr mit neuem Skin. Aber immerhin hat es einen kurzen Bosskampf gegen Chaotica und seinen Roboter, der tatsächlich bedrohlicher ist als der Warsaw. Man hätte aber gerne noch das HUD schwarz-weiß einfärben können. Oh, und ihr könnt die Logbucheinträge der Brückenbesatzung lesen oder euch Späße mit der Selbstzerstörung erlauben. Den Tricorder und das Hypospray könnt ihr in der Kampagne auch nicht verwenden. Ersterer bleibt also ein nutzloses Radargerät mit Trivia-Funktionen und letzteres ein reines Multiplayer-Item. Kurz gesagt, das Add-on war reine Resteverwertung. Ich glaube, abgesehen von Jerry Ryans nachträglich eingefügtem Voice-Over sowie Erzählungen für den Computer gibt es nicht mal neue Voice-Lines für die anderen Charaktere. Und ich erinnere mich, dass in irgendeinem Korridor 3 Besatzungsmitglieder in Dauerschleife von der linken Wand zur rechten und zurückliefen, die konnte ich aber nicht wiederfinden. Glücklicherweise ist das Add-on aber in der GOG-Version enthalten, was hilfreich ist, weil einige Mods es voraussetzen. Die eigentliche Langlebigkeit dieses Spiels kam aber durch seine Offenheit für eben solche Mods. Viele der Mods aus meiner Kindheit, die über einfache Charakterskins oder Maps hinausgehen, scheinen aber inzwischen verschwunden zu sein. Darunter unter anderem die New Starfleet Weapons Mod, die alle Spielerwaffen im Sternflottenstil neu entwirft, ohne dabei ihre Funktionsweise zu ändern. Wäre interessant zu wissen, ob die noch jemand hat. Dafür scheint zumindest die Colony 7 Mod noch zu existieren, die eine komplett eigene Geschichte erzählt, in gewisser Weise wie es Convergence für The Fallen macht. Colony 7 scheint nicht mit der GOG-Version kompatibel zu sein, aber falls ich eine Lösung dafür finde, werde ich dieser Mod sicher bei Zeiten mal ein eigenes Video widmen. Für uns unmittelbar interessanter ist eine jüngere HD-Mod, die große Teile des Spiels grafisch überarbeitet, auch wenn sie leider nicht das komplette Spiel aufwertet und auch nicht mehr weiterentwickelt wird. Insbesondere die Voyager-Sets und ihre Besatzung sowie Texte auf Konsolen und ähnlichem profitieren davon. In Sachen Verfügbarkeit war Elite Force einige Jahre lang Abandonware, bis es 2021 auf GOG neu veröffentlicht wurde. Diese Version kann ich durchaus empfehlen, wenn ihr das Original nie besaßt, euch das Add-on fehlt oder eure Version nicht lauffähig sein sollte. Diese Version funktioniert jedenfalls ohne Probleme auf Windows 10 64-Bit. Widescreen-Support müsst ihr aber immer noch selbst nachpatchen, hier hätte ich mir etwas mehr Mühe von GOGs Seite gewünscht. Auch wenn Elite Force, wie die Serie, auf der es basiert, praktisch keine Risiken eingegangen ist, ist es dennoch, oder vielleicht auch genau deshalb, eines der besten Star Trek-Spiele und auch unter denen, die am besten gealtert sind.